Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen natürlich hier auf dem Kanal. Wie ihr sehen könnt, es steht eine Einschulung ins Haus. Meine kleine Nichte kann es kaum noch erwarten und ist schon ganz gespannt, was da alles auf sie zukommt. Wir sind nicht minder aufgeregt, ist ja logisch. Leider ist das ja mit der Einschulung dieses Jahr alles nicht so wie sonst. Und deswegen dachte ich mir, braucht sie noch einen zusätzlichen kleinen Aufmunterer, weil wir selber nicht bei der Zeremonie dabei sein dürfen. Ja, die Tante verdrückt auch ein paar Tränchen, aber es nützt ja nichts. Da müssen wir jetzt alle durch. Von daher möchte ich euch jetzt zeigen, wie ich diesen Schulranzen gebastelt habe. Viel Spaß dabei und los geht's! Ihr braucht dafür folgende Materialien. Und zwar braucht ihr einen kompletten DIN A4-Bogen. Hier in dem Fall ist das lila. Den werden wir nachher für den Schulranzen verwenden. Weiterhin braucht ihr in derselben Farbe vom Farbkarton noch zwei Streifen A1 × 12 cm, einen Streifen mit 1 × 7 cm und zwei kleine Streifen mit den Maßen 1,5 × 3. Das Designerpapier hat die Maße 8,5 × 17 cm und 8,5 × 8,5. Zu dem Designerpapier muss ich noch sagen, da solltet ihr euch Designerpapier wählen, was keine Laufrichtung unbedingt hat. Denn wenn wir jetzt uns überlegen, wir würden jetzt diesen nehmen, sieht von vorne, sieht das dann ganz toll aus. Aber wenn es dann auf die Rückseite geht, ihr seht schon, dann steht das Muster auf einmal Kopf. Man kann es machen, ich persönlich mag es aber lieber, wenn alles in eine Laufrichtung geht. Deswegen wollte ich euch das noch nur mal kurz zeigen. Ich habe jetzt aus einem fröhlichen Designerpapier ein paar Streifen ausgewählt. Das gibt es aber leider nicht mehr. Das war aus der Celebration. Legen wir los. Und zwar brauchen wir das Punchboard für Geschenktüten. Und da nehmt ihr euch jetzt den DIN A4-Bogen. Und jetzt gehe ich zum Beispiel her, ich ziehe mir das ganz hinten durch. So. Und gehe jetzt her und ziehe mir erstmal die horizontale Linie nach. Und dann legt ihr euch das hier in der Startlinie an, puncht und zieht hier bei L die Linie nach. Passt auf, das Papier hier unten, ich gehe mal ein bisschen nach oben mit dem, ist ja hier etwas länger als das Board generell. Also nicht, dass ihr euch da vertut und dann ist auf einmal ein Loch im Papier. Jetzt geht ihr her und geht mit der gerade gezogenen Linie hier an diese Nase, sodass das schön mittig liegt. Ihr puncht wieder. Und jetzt müssen wir die Seite machen und das geht folgendermaßen. Ihr geht jetzt hier an dieser Nase hier vorbei und hier in der Mitte. An der Spitze müsst ihr immer so ein bisschen aufpassen und auch hier darauf achten, dass das Papier irgendwann endet. Und einmal hier noch eine Falzlinie ziehen. Das ist dann die Seite. Dann schiebt ihr die letzte Falz, die ihr gerade gezogen habt, wieder hier in diesen Stupsi, in diese Nase. Und zieht wieder eine Falz bei L. Und dann mit der letzten Falz wieder hier auf die Nase ziehen. Und hier haben wir vergessen zu punchen. Dann ziehen wir das, holen wir schnell nach. Badam! Und auch hier wieder. Und hier bleiben wir dann jetzt auch direkt liegen und ziehen uns hier wieder die Seite. Und hier an der Seite nochmal runterziehen. So. Und dann schieben wir uns das letztmalig auf die letzte gezogene
Falls punchen dann nochmal. Und das war's dann mit dem Brett schon. Jetzt könnt ihr hergehen und diese Nase hier wegschneiden. Die brauchen wir nicht mehr. Das ist ja unsere Klebelasche hier. So, haut von alleine ab. Okay, und jetzt braucht ihr euer Schneid- und Falzbrett. Und da geht ihr folgendermaßen vor. Und zwar lag das ja jetzt die ganze Zeit so ein. Und wir schneiden jetzt hier unten das schneiden wir ab. Und zwar bis zur ersten Falz, die wir generell gezogen haben. Also das drehen wir uns dann so hin. Auf 8,5 cm. Und ich lege mir das jetzt mal um, damit ich das besser sehen kann. So, und jetzt geht ihr her und schaut, legt euch das hier oben gerade an, dass die erste Falz, die ihr damals gezogen habt oder gerade eben gezogen habt, hier in der Rille, der Schneid- und Falzrille liegt. Und dann schneidet ihr hoch bis zu dem gerade gezogenen Schnitt. So, und dann habt ihr es auch schon draußen. Dann kann man das auch weglegen. Jetzt braucht ihr euer Falzbein. Und jetzt könnt ihr alle Falzen, gerade Falzen, erstmal nachziehen. Die von den Seiten lasst ihr erstmal aus, sondern ihr nehmt jetzt erstmal die kompletten Geraden. So, und jetzt könnt ihr hergehen und euch diese beiden Ecken hier noch abrunden. Ich habe das den Eckenabrunder noch nicht. Deswegen nehme ich mein Punchboard. Man muss die Schnutze helfen wissen. So, das werden wir nachher noch mal brauchen. Okay. Jetzt nehmt ihr euch die beiden Farbkartone in 3 x 1,5 cm. Und das legt ihr euch jetzt. Hopp, das hat das Papier falsch rum. Ja, so was. So. Okay. Jetzt legt ihr euch hier eine Klebeunterlasche drauf und könnt das hier so gerade anlegen an der Längsseite. Und dann gebt ihr euch hier so ein bisschen Kleber an das eine Ende. Und ich mache das jetzt so, dass ich hier 2 Quadrate hiervon wegnehme. Gucke, dass ich hier auch gerade bin, hier an der Seite bei der Linie. Jetzt nehmt ihr euch das lange Designerpapier und auch hier geht ihr her und stanzt euch die Ecken noch an 2 Seiten rund. Und das kommt dann jetzt hier so drauf, wird festgeklebt und dann könnt ihr auch schon hergehen und eure Klebelasche hier mit Kleber versehen. Und dann klappt ihr das hier so rüber. Und dann könnt ihr euch das schon festkleben. Dann könnt ihr euch auch schon hier oben das so ein bisschen anrunden. Und über das Falzbein ziehen. So, ja, okay. So, jetzt schaut ihr am besten, also ich mache das immer so, dass ich erst die Seiten einknicke. Das ist die Vorderseite nachher und deswegen möchte ich hier vorne natürlich auch einen schönen Abschluss haben. Das heißt, ich knicke erst die Seiten ein, dann die Rückseite und dann die Front und dann klebe ich das zusammen. Schaut dabei einfach, dass ihr euch so vorher so ein bisschen anschaut, wo ist denn da die Lasche. Und dann gibt ihr euch da ein bisschen was Tombow auf.
und auch hier. Und dann braucht ihr das nur noch ein bisschen zu bearbeiten. Ich nehme da ja gerne mal eine Kleberflasche für. So. Okay, und jetzt könnt ihr mit den Händen hergehen und diese Falzen hier so ein bisschen nachbearbeiten. Das zieht sich in der Regel ganz schnell auch von alleine. Dann nehmt ihr euch zwei Magneten. In dem Fall sind das keine selbstklebenden. Dann nehme ich jetzt noch dann Glue Dots dazu. Ich bringe die jetzt hier schon mal auf. So, dann kann ich auch die andere Seite hier mit einem Glue Dot versehen. Und dasselbe Spielchen wiederholen wir auf der anderen Lasche noch. Und dann geht ihr her und drückt das hier so ein bisschen an den Seiten zusammen, aber nicht zu doll. Das soll ja noch nach Schuhranzen aussehen. Und dann zieht ihr euch das hier, so dass ihr auch hier schön an den Seiten eine Kontrolle über den Abstand habt und bringt das dann hier so auf. Und dann könnt ihr sie nochmal festdrücken. So. Dann gebt ihr euch das andere Designerpapier damit auf. Dann könnt ihr damit schön die Magnete verdecken. Dann nehmt ihr euch den kleinen Streifen 1x7 cm und zieht euch den so übers Falzbein. An den Außenseiten biegt ihr es wieder in die andere Richtung. Das wird dann euer Henkelchen. Und da gebt ihr dann jetzt auch ein bisschen Flüssigkleber auf und setzt euch das hier oben mittig auf. Erstmal eine Seite, dann die andere Seite und dann müsst ihr das ein bisschen fixieren, weil da ist ja doch ein bisschen Spannung drauf. Und dann geht ihr her und macht dasselbe auch mit den 1x12 cm langen Streifen. Und da müsst ihr jetzt dann in die Richtung knicken, in die ihr jetzt gezogen habt, also das ein bisschen abgerundet habt. Dann gebt ihr euch da auch Kleber auf. Und dann macht ihr die Rückenschlaufen. Und setzt die ganz einfach jetzt hier so auf. Ich messe das jetzt nicht aus. Mache das jetzt Pi mal Daumen. Ich gucke jetzt erstmal, dass es gerade ist. Dasselbe macht ihr jetzt noch mit der anderen Schlaufe. So, ihr Lieben, ich habe es jetzt noch ausdekoriert. Das ist ja für meine kleine Nichte Nele, die jetzt in die Schule kommt. Wir freuen uns schon riesig und sind gespannt, was die Süße alles so auf die Beine stellen wird. Also, ein neues Abenteuer beginnt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Anleitung. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Das war's von mir für euch für heute. Genießt das tolle Wetter, bleibt gesund und munter und bis nächste Woche. Tschüss, eure Yvonne.